Nicht nur in der Politik und an den Stammtischen wird im Moment kräftig über den Euro diskutiert. Immer wieder gibt es Stimmen, die die gemeinsame europäische Währung in Frage stellen. Selbst einige Politiker geben sich populistisch und behaupten, mit der alten D-Mark wäre alles viel besser. Doch auch in der Wirtschaft macht man sich Gedanken um dieses Thema. Denn global agierende Unternehmen wie der Autobauer Audi kennen die Vor- und Nachteile des Euro. Wir haben in den letzten 10 Jahren mit dem Euro als Europäer sehr, sehr viele gute Geschäfte gemacht. Auch durch die Exportfähigkeit. Die Wirtschaftskraft ist gestiegen. Es sind sicherlich im System die ein oder anderen Webfehler und Stockfehler gemacht worden. Denn es kann nicht sein, dass wir keine Leistungsfähigkeitsunterschiede in den jeweiligen Gemeinschaftsländern haben und trotzdem alle zu gleichen Zinsen sich refinanzieren können. Da, glaube ich, kann man nachlegen, da kann man korrigieren. Nur der Euro ist für uns, auch als Wirtschaftsgrößen, eigentlich nicht zu diskutieren. Für mich gibt es keine Alternative zum Euro. Denn ansonsten würden wir innerhalb Europas uns eigentlich kleinreden und wir haben in der globalen Wirtschaft als Europäer zu bestehen. Und da ist eine gemeinsame Währung eine gute Waffe. Also von wegen zurück zur D-Mark.